Eine weitere Woche ist fast geschafft und jetzt am Abend ist Zeit für Entspannung und Ihre tägliche Dosis Information bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die Freitagsausgabe von Megional am 14. Januar 2022. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Große sportliche Ereignisse stehen in diesem Jahr an. Der erste Höhepunkt schon in wenigen Tagen. Die Vorbereitungen der deutschen Olympioniken laufen auf Hochtouren. Und den Bildern und Statusmeldungen der Sportler im Internet nachzuurteilen, werden diese derzeit in München dazu schick eingekleidet. Denn am 4. Februar, also nicht mehr lang hin, beginnen die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Auch hiesige Athleten kämpfen wieder um Medaillen. Eine Medaillenhoffnung ist die Rennrodlerin Julia Taubitz. Sie hat ihr Ticket nach Peking gelöst. Über das und den Umgang mit dem Virus hat mein Kollege Tobias Körner mit der gebürtigen Annabergerin gesprochen. Julia Taubitz, schön, dass du dir deine knappe Zeit genommen hast, um mit uns dieses Gespräch zu führen. Hallo und Glück auf erstmal. Hallo und Glück auf. Du hast ja vom Verband die Fahrkarte für Beijing bekommen, also für die Olympischen Winterspiele. Wie ist denn deine Gefühlslage aktuell? Ja, also ich bin überglücklich, muss ich sagen. Also ich habe wirklich eine Menge Vorfreude. Es ist für mich immer ein Kindheitstraum gewesen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und ich sage mal, wenn jetzt alles gut verläuft, sollte ich ja dort auch zum Rennen starten. Aber aufgrund von Corona ist es schon so, dass man da halt ein paar Bedenken hat, dass man jetzt immer vorsichtiger wird, sich immer mehr freiwillig halt in Isolation begibt, weil man halt den Weg, den man jetzt eigentlich geschaffen hat, auf sportlicher Ebene nicht durch so einen positiven Test halt kaputt machen möchte. Und das ist so ein bisschen, ja, das traurige Auge an dem Ganzen, aber im Großen und Ganzen bin ich ja überglücklich damit. Ja, das ist auch der Grund, dass wir dieses Interview hier online machen. Wie war denn die Qualifikation? Kannst du unseren Zuschauern bitte erklären, was man leisten muss, um an dieses begehrte Ticket zu kommen? Ja, also bei uns im Rennrodeln ist das schon sehr, sehr schwierig, das Ticket zu bekommen. Also nicht diese internationale Norm, also die DOSB-Norm, die betrifft bei uns, dass wir dreimal Top-8-Platzierungen haben oder dreimal Podest-Platzierungen. Ja, das schaffen wir ja eigentlich meistens alle. Aber die interne Qualifikation, also wirklich das deutsche Duell, das nationale, das ist halt ja das Ausschlaggebende. Und da hatten wir jetzt vom ersten Weltcup an bis zum Neujahrsweltcup in Winterberg sind wir da wirklich nach Weltcup-Punkten gegangen. Also es war der Weltcup-Gesamtstand sozusagen und davon die besten drei dürfen halt zur Olympia fahren. Und das war eine ganz schön lange, harte Zeit. Jetzt sind noch ein paar Tage hin bis Beijing. Wie sieht denn die Zeit aus bis dahin? Wie verbringst du sie außer Isolation? Ja, also aktuell bin ich in Oberhof, weil wir da am Wochenende den Weltcup haben. Da bin ich in meinem Kasernenzimmer, da ist alles gut. Da haben wir auch einen eigenen Essenssaal, wo wir auch schon so ein bisschen abgeschottet werden. Dann haben wir noch eine Woche Weltcup in St. Moritz in der Schweiz, was so ein bisschen grenzwertig ist. Ja, ich weiß nicht, wer den Ski-Alpin-Weltcup gesehen hat. Da sind ja wirklich ganz viele Menschen ohne Masken und können zuschauen. Also die in der Schweiz handhaben das nicht ganz so streng wie wir. Und dann wäre noch eine Woche Pause, wo wir ja eigentlich alle nochmal nach Hause könnten. Also hatte ich eigentlich auch so geplant, nochmal nach Hause zu fahren. Aber jetzt haben wir eben die Empfehlung bekommen, uns vorher wirklich zu isolieren, dass da gar nichts schief geht. Und da haben wir auch wirklich das Glück, dass in der Kaserne in Oberhof kann man sowas einreichen. Also wir haben dann eine Sportlerquarantäne sozusagen. Wir haben so einen eigenen Essenssaal. Die meisten Soldaten aus der Bundeswehr wurden freigestellt für diese Woche, dass auch keine anderen Personen hier sind und wir dürfen halt trainieren. Und so hat man halt nochmal eine Woche mit wenigen Kontakten und kann halt trotzdem gut Sport treiben. Deswegen ja, gehe ich diesen Schritt auch und nach Olympia genieße ich dann die Zeit daheim. Wie sieht denn so ein Trainingstag bei dir aus? Ja, also aktuell ist es so, dass wir einmal am Tag Bahntraining haben in so einer Weltcup-Woche. Meistens zwei Läufe, also vor so einem Weltcup-Rennen haben wir nur 5 Trainingsläufe, 2-2-1 aufgeteilt. Und ja, am restlichen Tag verbringen wir sehr viel mit Schlittenbau natürlich, um das Material gut vorzubereiten. Und ein bisschen Athletiktraining ist auch meistens dabei. Also Anfang der Woche machen wir meistens noch ein Krafttraining,
die Muskeln gut zu reizen. Und dann geht es mehr so in Schnelligkeitstraining mit leichten Medballwürfen und wirklich Schnelligkeitsübungen. Wenn wir jetzt mal auf deinen Terminplan schauen, weißt du schon, wann du dran bist, also wann dein erster Lauf durch die Eisrinne bzw. durch den Eiskanal geht? Das kann ich dir sogar ganz genau sagen. Also das ist am 7. Februar unserer Zeit 19.50 Uhr. Also Aha. Ich glaube 11.50 Uhr oder 12.50 Uhr dann in Deutschland. Prima, also da werden wir auf jeden Fall schauen. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie hoch gesteckt sind denn deine Ziele? Ja, also ich habe Anfang der Saison immer gesagt, dass mein erstes Ziel natürlich die Qualifikation für Olympia ist. Und wenn ich diese meister, würde ich auch sehr gern mit Edelmetall nach Hause kommen. Also mein Ziel ist es da schon, nicht mit leeren Händen heimzufahren. Klar, es sind meine allerersten Olympischen Spiele. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich sage mir immer, gut, es ist dieselbe Konkurrenz, es ist dieselbe Sportart. Ich kenne die Bahn, eigentlich ist nichts anderes, außer dass ich halt 4 Läufe anstatt 2 Läufe habe. Und ja, von daher ist das schon das Ziel, eine Medaille mitzubekommen. Jetzt kennen wir es von anderen Sportlerinnen und Sportlern. Die haben ja meistens ein Maskottchen mit dabei, einen Glücksbringer. Gibt es sowas bei dir auch? Ja, also ich habe tatsächlich auch Glücksbringer. Ich trage zum Rodeln immer eine Kette mit einem Ring. Und ich habe auch ein Kuscheltier, was ich auch schon wahrscheinlich mein ganzes Leben lang bei mir habe. Das stecke ich dann auch immer mit in die Rodeltasche zum Wettkampf. Julia, es klingt alles sehr, sehr spannend. Wir werden natürlich hier bei uns im Erzgebirge die Daumen drücken und vielleicht besteht ja die Chance, wenn du da in Beijing bist, dass wir uns noch mal kurz schließen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie gehandelt. Vielleicht können wir uns ja da noch mal verabreden, um dort einfach ein paar Eindrücke von da unten oder da drüben, wie auch immer, zu bekommen. Also das wäre fantastisch. Ja, das kriegen wir bestimmt hin, könnte ich mir vorstellen. Ihr werdet halt nicht viel sehen, außer mein Hotelzimmer wahrscheinlich. Weil viel mehr sehe ich auch nicht, außer mein Hotelzimmer und die Bahn. Aber das können wir gerne so machen. Das wäre toll. Eindrücke aus erster Hand, Julia Taubitz. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich drücke dir die Daumen. Bleib schön gesund. Ich wünsche dir maximale Erfolge. Und das Erzgebirge steht hinter dir. Vielen, vielen Dank. Das Interview mit Julia Taubitz wurde am 12. Januar aufgezeichnet. Seit heute gilt ja eine neue Corona-Schutzverordnung, die umfangreiche Lockerungen ermöglicht hat. Die Skihänge öffnen wieder, aber auch im Bereich Kunst und Kultur geht es wieder los. Die ersten Museen im Sendegebiet laden bereits ab dem Wochenende zu einem Besuch ein. Die Gemeinde Seifen teilte mit, dass die Museen im Spielzeugdorf erst ab dem 1. Februar für den Publikumsverkehr öffnen. Wenn Sie also in den nächsten Tagen schon eine Ausstellung oder ein Museum besuchen möchten, empfiehlt es sich, vorher die Einrichtungen zu kontaktieren, ob diese schon Gäste empfangen. Und schon sind wir in unserem Serviceblock angekommen, liebe Zuschauer. Das Wochenendwetter wartet gleich auf Sie. Einen Blick in die Polizeiakten brauchen wir heute nicht zu werfen, denn es gibt nichts Nennenswertes aus unserer Region zu berichten. Und das ist uns natürlich das Liebste. Einen lohnenswerten Blick in Richtung Wetter, den empfehle ich Ihnen aber jetzt, insbesondere wenn Sie Aktivitäten im Freien am Wochenende geplant haben. Tobias Körner im Glück auf TV Wetterstudio. Welche Aussichten hast du uns denn heute mitgebracht? Hallo Thorsten, hallo liebe Zuschauer. Die Natur hat es heute Morgen wieder gut gemeint mit uns. Der Himmel bot wieder ein wunderbares Farbspektakel und das Beweisfoto kam natürlich prompt. Vielen Dank für diese tolle Aufnahme. Sollten auch Sie solche oder ähnliche schöne Fotos haben, dann her damit. Das Senden an uns ist denkbar einfach. Den Kontakt sehen Sie hier eingeblendet. Ja, und sollten Sie noch keine Fotos haben, dann trauen Sie sich einfach und machen welche. Wir freuen uns drauf. Nun aber zum Wetter. Ich hoffe, Sie haben das schöne Wetter heute noch mal genossen, denn es geht wieder bergab. Hoch Carlos geht nämlich die Luft aus und Tief Famke übernimmt die Regie.
Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel bedeckt und Hochnebel verhindert die Sicht auf die Sterne und den zunehmenden Mond. Dazu kommt noch leichter Sprühregen. Den gibt es mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Sollten Sie da noch mal raus müssen oder wollen, dann mit Regenjacke und Mütze, denn es wird wieder frisch. In Olbernhau, Niederneuschönberg, gibt es um die 1 bis 2 Grad. In Marienberg, rund um den Markt, zeigen die Thermometer 0 bis 2 Grad an. Und in der Motorradstadt Schobau an den Anlagen gibt es Nachtwerte zwischen 1 und 3 Grad. Der Wind weht dabei schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde und das aus Westen. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens begleitet uns erstmal ein bedeckter Himmel. Das heißt, die Sonne bleibt etwas länger in den Federn. Am Mittag meldet sie sich dann endlich zum Dienst. Der Himmel lockert auf und zeigt sich dann leicht bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf bleibt das auch so, sodass die Sonne am Ende des Tages bis zu 3 Arbeitsstunden auf der Abrechnung stehen hat. Leicht bewölkt geht's dann auch in die Nacht hinein. Im Großen und Ganzen, liebe Zuschauer, bleibt es morgen trocken. Das Regenrisiko liegt bei 0%. Ja, und die Temperaturen finden wir auch über der Null wieder. In Halbach an den Fischteichen beispielsweise gibt es zwischen minus 1 und plus 4 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz schleppt sich das Quecksilber auf minus 1 bis plus 3 Grad. Und die Griesbacher können sich schon mal auf 0 bis 5 Grad einstellen, was dann auch die Höchstwerte bei uns im Sendegebiet sind. Der Wind dreht im Tagesverlauf von Nordwesten auf Süden und weht nur schwach mit um die 4 Kilometer pro Stunde. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf die neue Woche. Vorher gibt es aber selbstverständlich erstmal den Sonntag. Der Sonntag bleibt seinem Namen alles schuldig. Der Himmel ist bedeckt und gegen Abend wird es dann sogar Regen geben. Mit 0 bis maximal 3 Grad bleiben die Werte im Plusbereich und der Wind bläst in kräftigen Böen aus westlicher Richtung. Am Montag setzt sich das Szenario so fort. Ein bedeckter Himmel mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen 0 und plus 4 Grad sind Bestandteile des Wochenauftaktes. Auch stark böiger Wind aus Nordwesten gehört dann mit dazu. Also es wird nicht ganz so prall am Wochenende, liebe Zuschauer. Wie das dann aber nächste Woche so weitergeht, darauf möchten wir dann am Dienstag mal blicken. Das war's nämlich für diese Woche hier aus dem Regionalwetterstudio. Ihnen und dir, Thorsten, einen behaglichen Abend und ein schönes Wochenende. Und hier heißt es jetzt nur noch kehren, wischen, raus und tschüss. Vielen Dank, Tobias, für die Wetteraussichten und dir natürlich auch ein schönes Wochenende. Liebe Zuschauer, in diesem Jahr sind wir auch wieder gespannt auf Ihre Bilder aus der Region, die wir als Bilder des Tages oder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen können. Mailen Sie uns diese in Ihrer höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Einsender. Und damit sind wir auch schon fast am Ende von Regional für den Freitag und diese Woche angekommen. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Apropos Sendungen, ich habe jetzt noch Programmtipps für Sie. Ab morgen wartet die dritte Ausgabe unseres neuen Wochenmagazines bei uns im Erzgebirge mit Tobias Körner auf Sie. Darin geht es unter anderem um den Hochwasserschutz in Olbernhau, und wir blicken im Jahresrückblick auf das zweite Quartal 2021 zurück. Am Sonntag, dem 16. Januar, sehen Sie um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen Gottesdienst aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Großwaltersdorf.
Die Predigt hält Pfarrer Tom Seidel. Am Montag, dem 17. Januar, gibt es ausnahmsweise mal keine Regionalsendung wegen einer anderen größeren Auftragsproduktion. Die nächsten Nachrichten aus und für das mittlere Erzgebirge gibt es dann am Dienstag, dem 18. Januar, pünktlich ab 18.30 Uhr hier im Programm von Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Soweit die Programminformationen für das Wochenende und die nächsten Tage. Ich verabschiede mich jetzt für heute und für diese Woche hier aus dem Regionalstudio in der Herzog-Heinrich-Straße 7 in Marienberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, später eine gute Nacht sowie ein erholsames Wochenende. Und mit Bildern des Tages sage ich Tschüss.